So Leute, das wird ein heftiger Shitstorm gegen C&A und H&M. Ich kotze im Strahl. Wow, beruhig dich doch etwas. Was ist denn passiert? Zwei Möglichkeiten, hier in einer mittelgroßen Stadt Deutschlands etwas zu finden, wenn man mehr Gewicht hat. Und das war C&A und H&M in den sogenannten große Größenabteilungen. Was wirklich wunderbar widerspiegelt, wie aussätzig wir behandelt werden innerhalb dieser Gesellschaft. Ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass man euch aussätzig behandeln will, sondern eher damit zu tun, dass es dadurch leichter zu finden ist. Ich bin heute in den H&M reingegangen, hab verzweifelt die große Größenabteilung gesucht. Wisst ihr, was da jetzt ist? Da ist das Home Depot. Naja, anscheinend hat es sich nicht so gut verkauft. Der Verkauf von paar verdammten Vasen ist euch wichtiger, als dass die breite Masse der Gesellschaft was zum Anziehen hat? Echt? Die fünf Hosen, die davor dort gehangen sind, für... Ich denke nicht, dass die breite Masse der Gesellschaft stark übergewichtig ist. Du blendest hier eine Statistik ein, aber ich wäre laut der Statistik auch übergewichtig und trage normale Größen.